Hey ho Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Wind Waker. So, es geht weiter. Oh Leute, ey, warte. Das kann man hier echt nicht machen. Zirk. Okay, das Bild ist mega klein, es ist super. So wie es mir gefällt. Ja, was sollte ich denn jetzt machen? Mit die Taste. Ja, sie geht. Wow. Ja. Ha. So, willkommen zurück zu Zelda. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Ja, jetzt so. Sein Knöllchen. Sehr gut, ausgezeichnet. Du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um den L-Autofokus, in dem du L drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter weg stehen. Doch nicht nur das. Ist niemand in deiner Nähe. Ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreibe sie ja, also gesehen von dem Vor. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge. Wir waren klärt einfach die Leiter hoch. Da. Ja. Gehen wir mal hier rein. Oh, Link, heute erreichst du also dasselbe Alter wie damals der legendäre Held. Puh. So alt bist du also schon. Und denn, von jetzt an muss dein Bestreben sein, dich körperlich zu ertüchtigen. Denn nur in einem starken Körper kann man auch einen starken Geist tun. Lala, du kommst gerade recht. Ich wollte so eben die Rolle üben. Ich werde sie dir also auch gleich beibringen. Pass gut auf. Du läufst zuerst mit vollem Tempo los und drückst dann A, um die Rolle auszuführen. Wenn du glaubst, den Dreh raus zu haben, dann roll dich voller Kraft gegen die Wand. Okay. Wow. Was ist das hier für ein Lärm? Da unten. Kann man da nicht mal seine Ruhe haben? Die ganzen Sachen in meinem Regal sind auf den Boden gefallen. Denk dir nicht, Junge, mein älterer Bruder, der oben wohnt, ist nervlich eben etwas labil. Ist ja auch kein Wunder, denn den ganzen Tag kommt er von seinem Zimmer und liest. Er weiß zwar viel und ist sehr gebildet, aber so klug ist er so klug er ist, so stur ist er auch. Also noch schlimmer steht es körperlich um ihn. Ständige Bewegungsmangel hat ihn klemmerig, schwächlich aussehen gemacht. Bla bla, ich kann nicht lesen. Ich muss schon sagen, Link, du verfügst sowohl über Talent als auch über eine gute Auffassung. Na, wie sieht's aus? Bist du bereit für eine kleine Übungsstunde? Ja. Hey, ich hab ihn. Okay, ich bin ganz ruhig, ich drück doch nur wählen. Gut, als nächstes der Vertikali. Doch genau, um mich anzufangen. Okay. Sehr schön. Und jetzt den Ausfall. Wir sehen euch an. Doch gebeten und so groß blabla auf. Nein! Ja. Das war's. Genau wie ich es vermutet hatte, du hast Talent, aus dem könnte vielleicht sogar eines Tages ein großer Schwertmeister werden. Aber noch ist es so früh, dein Schwert finde ich zu früh. Noch kann ich dir kein Ziel lassen. Das ich werde ich mir groß und einfach züchten und schimpfen. Wenn du das hast, ja, ich hab keine Lust, Mann. Das Bild ist mega klein, das ist schon
What the fuck? Oma? Bist du hier irgendwo? Oma? Ich randaliere noch ein bisschen, okay? Ups, außersehen, außersehen. Selber schon. So sieht's aus. So, oh Gott. Link, ich habe auf dich gewartet. Link! Probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, wo du es gewohnt hast. Ich guck voll scheiße, du hast das Helmgewand an. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Jetzt schau dir nicht so schlimm rüber. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus den alten Legenden. Es ist doch nur für einen Tag, als es halt war. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reich betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie im Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt der Einzige, der sich in diesem Sinne doch mit Schwertkampf bla bla. Das Schild, das du hier als Wandschmuck siehst, ist noch das Überbleibsel aus jener alten Zeit. Ich fühle mich scheiße. Verstehst du? Link, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Heute kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit der ganzen Vorbereitung zu tun. Ich koche nämlich heute eine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, geh und hol deine Schwester Ariel oder so. Ich weiß nicht. Ich habe immer damals Ariel gesagt. Oh, echt ohne Witz. Wow, Ezio. Wo sollen die ganzen Leute hier hin? So. Und... Ey, ich hoffe, ich bin nicht alleine. Nicht, dass ich mit meiner Oma oder so zusammen bin. Das wäre nicht so schön. Und was ist mit meinen Eltern passiert? Warum habe ich keine Eltern? Und... Okay, ich... Das ist nicht so... So schlimm. Nur leider Junge. Bleib noch der Junge. Hallo, hallo. Hört ihr das Geräusch? Guck mal, ich breche in irgendwelche Häuser ein, die Leute stört das alles gar nicht. Du bist so nicht schlimm. Also, ehrlich. Na, ich will hier rein, so. Tor, gib mir die perfekte... Ich, das ist immer mit Absicht so, dass ich einmal ausholen kann, ne? Damit ich mir das Holz ganz gut angucken kann. Und so. Ich mag das Mondlumpen. Das war bestimmt seine Ersparnis und ich glaube ihn dir einfach. Ja, selber schuld. Das packt er dir auch in eine Kiste. Wäre so friedlich. Bam. Ariel, Ariel, ich komm jetzt sofort zu dir. Ariel, ich sehe nichts. Oh. Die Steuerung ist etwas wackelig in dem Game. Oh, oh, oh. Oh nein. Ich erwische die Leiter natürlich nicht. Ganz schmeide. So. Ich bin riesig. Nein, gut, eigentlich nicht, aber tun so. Ist euch nur. Oh, Link! Meine Stimme kratzt sich hier.
Hat das Oma für dich gemacht? Naja, oh, ich weiß nicht. Ist sie doch nicht heiß? Nein, das ist Milch. Aber steht dir hervorragend. Link! Nein. Streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz. Was hängt eigentlich den ganzen Tag? Das ist bestimmt so ein riesen Kaugummi, der so viele Fusseln an sich hat. Alles Gute zum Geburtstag, Link. Yeah, woo! Fernrohr. Boah, Digga, rufe Items, Herz. Na, und? Freust du dich? Das leicht dir so. Vielleicht es gerne. Du bist ja schließlich ein großer Bruder. Und daher was ganz besonders. Schau dir doch mal mit deinem Haus von hier. Lalalala. Okay, mach ich das mal. Ja, ja, ganz ruhig. Oh, das ist ein Vogel. Ja, ich sehe es doch, Mann. Ich. Ja, bleib doch mal ruhig. Ja, Vogel? Wow, was ist los? Was ist los? Na, hallo? Alex, siehst du da oben? Ja, ich sehe es. Nee, eigentlich nicht. Wie wollt's? Ja, denke ich. Komm schon. Ja, ganz ruhig bleiben. Siehst du leicht auf den kleinen Menschen. Oh mein Gott, es hat einen Menschen. Bitte. Vogel, panisch, panisch, panisch. Hallo. Guten Abend. Boah. Den schlechten Wald da. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestört zu müssen. Ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet, das ist viel zu gefährlich. Ja, ausgerüstet, bla bla, schnickschnack. Kann ich hier. Oh nein. Ich habe noch 3 Minuten und ich schaffe nicht alles, ey, ich bin so schlecht. Damn, 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 alles so von actionreich hier. Er ist nicht gerne im Dorf. So, aber niemand weiß das, dass er gerne im Dorf ist. Hier gab es ein kleiner Junge, der sich nicht die Nase putzen kann. Leute, also passt gut ruhig auf. Ob ich das noch 2 Minuten schaffe, ich weiß es nicht. Oh, Link, was hast du? Du bist also. Etwas geschehen? Das war so eine Kurzfassung. Was auch immer es ist. Der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Link? Interessiert wahre Kunst? Na, und ob? Oh, wahre Kunst des Kämpfens. Ja, 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 noch 2 Minuten Zeit, Mann. Ja. Zack. Okay. Oh, das ist es. Bam. Ich mach den alten Sack fertig. Er ist echt gerne im Dorf. Sehr schön. Und jetzt. Okay. Oh, ich wollte das nicht. Damit ich wollte das. Ey, schrei mich nicht an. Ich hasse ihn. Oh, ja. Das nächste ist Wirbel, halt irgendwie toll. Ja, ja. Ja, lass mich doch aufschauen, du kleiner Wichser. Noch 20 Sekunden. Okay. Die nächste Übung, Spezialattacke. Ja, bleib mal ruhig. So, ich beende den Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.